Hallihallo und herzlich willkommen wieder mal auf meinem Kanal. Ja, ich freue mich mal wieder, euch was zeigen zu dürfen. Lange, lange hat es gedauert. Leider war ich beruflich sehr, sehr eingespannt in letzter Zeit. Und so bin ich doch froh, dass ich endlich mal wieder ein paar Minuten Zeit habe und dementsprechend auch was bauen zu können, was ich euch natürlich auch gleich schon zeigen möchte. Nicht allzu groß diesmal, aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe jetzt schon was liegen, was ich mir am Wochenende auf jeden Fall anschauen und bauen möchte. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Also auf den Bau freue ich mich so richtig. Doch hier geht es mir auch um ein paar Sachen in diesem Set und das möchte ich euch unbedingt zeigen. Ja, was haben wir noch? Wir gehen langsam auf die 100 zu. Unglaublich. Also ich habe vor kurzem noch mein Spezial gedreht mit 50 und war da schon total happy. Und jetzt 100. Wo kommt das alles her? Wahnsinn. Ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig, richtig dolle. Und was habe ich jetzt noch mittlerweile? Ein Intro. Schaut euch mal das Intro an. Achtung! Was meint ihr? Also mir gefällt es irgendwie. Ja, ist jetzt nichts überdurchschnittlich Berauschendes, aber ich finde es irgendwie cool. Ich finde es hat was. Wir haben lange an dem Intro gebastelt, bis es mir einigermaßen gefallen hat und ja, ich wollte jetzt nichts Überdimensionales, ich wollte aber auch nichts Gelangweiltes, ich wollte auch nichts Hardcore-Technisches. Irgendwie, ich finde, es gefällt mir einfach. Ja, es gefällt mir einfach. Und ich hoffe, es gefällt euch auch. Ja, was haben wir? Die 60346 aus der Lego City-Reihe, ein kleiner Bauernhof. Ja, zu der Eckdaten, was haben wir insgesamt? 230 Teile. Ja, ist nicht berauschend viel. Dafür habe ich eine Zahl, die viel für euch ist. Eine UVP von 50 Euro. Also ich habe es nicht für 50 Euro gekauft, kann ich euch schon beruhigen. Ganz ehrlich, wer das zu UVP kauft, der kauft auch sein Wasser in der Apotheke. Oh. Aber dennoch. Ja, ich weiß. Ich rede mal wieder relativ viel Negatives. Und ihr werdet euch mit Sicherheit fragen, sag mal, wie kann man denn so doof sein und das Ganze dann kaufen zu dem Preis? Ja? Lieber Nick, warum bist du so doof? Ich sage euch ganz ehrlich, es ist steigerungswürdig. Ich bin nicht nur doof. Ich bin dreifach doof. nein, es geht mir um ein paar Details. Ich baue eine City und da lässt sich dieses Set tatsächlich sehr, sehr gut dafür verwerten. Und das schauen wir uns jetzt auch an und das finden wir gemeinsam auch auf die Verpackung raus. Da zeige ich euch schon das ein oder andere, worum es mir hier eigentlich geht. Et voilà, die Verpackung. Ja, riesengroß, ihr seht das schon. Das ist meine Hand, so groß ist die Verpackung. Da geht schon was. Ja. Und ja, was sehen wir denn so auf den ersten Blick? Wir sehen ein potthässliches Häuschen. Wir sehen ein 0815 Traktor. Traktörchen vielleicht auch. Wir sehen hier ein paar Figuren, ein paar Tierchen. Ja, eine Waschanlage für Tiere und ein Kleingarten. Also wie ihr seht, da ist nicht allzu viel los. 230 Teile kann man direkt schon fast auf der Frontverpackung abzählen. Ja? Das kommt schon hin. Aber so weit, so gut. Wie gesagt, ich komme noch zu den weiteren Details, um die es mir eigentlich geht. Was haben wir noch? 4-Plus-Set. Ja, schaffte Nick selbst, wenn er übermüdet und einen langen Tag hatte. Da ist ein 4-Plus-Set definitiv machbar, gar kein Problem. Rückseite. So. Learn to build. Ne? Wird Zeit. Wird Zeit. So. Laschen zum Eindrücken. Nichts Berauschendes bei den Sets. Die fliegen sowieso in die Tonne, die Verpackung. Das interessiert mich gar nicht, dass es hier um das geht. Wie gesagt, das Gebäude juckt mich nicht. Die Bohne interessiert mich ebenfalls nicht. Dennoch kommen wir zu dem Thema, worum es mir eigentlich geht bei diesem Set. Ja. Auch so ein Traktor, der ist mir viel zu 0815-mäßig, möchte ich in dem Sinne so nicht nutzen. Auch nicht für eine City. Das tut schon fast den Augen weh. Was ich nett finde an dem Set auf jeden Fall, sind 1, 2, 3, 4 Figuren. Alle vier exklusiv. Ist in der City-Reihe nichts Besonderes, wenn eine Figur mal exklusiv ist. Ja, also davon kann ich mir jetzt nichts kaufen. Aber dennoch, sie sind verwertbar für eine City. Ja, und dann passt das insgesamt schon ganz gut. Worum es mir aber eigentlich geht, seht ihr hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da müsste aber nochmal eins sein. Wo ist denn das? Sind es 7 Tierchen? Ich glaube, es sind 7 Tierchen. Eigentlich fehlt da noch ein Eichhörnchen. Wo ist denn das? Da ist ein Eichhörnchen.
Acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Tierchen. Die Tiere finde ich sagenhaft cool. Also ich mache wirklich schon lange mit Lego und optisch gefallen die mir wirklich richtig, richtig gut. Ja, auch ich möchte so eine kleine Farm, so einen kleinen Bauernhof in meiner City stehen haben. Und zu einem Bauernhof, ja, der soll ja nicht ausgestorben sein, da sollen auch ein paar Tierchen rein. Ja? Außerdem muss die Stadt auch mit Fleisch versorgt werden. Nein. Tiere gehören drauf. Ja, und das muss einfach sein. Und ganz ehrlich, ich mache es schon so lange mit Lego, aber so schöne Tiere wie die hier, die gefallen mir richtig, richtig gut. Ja? Und ich glaube, das geht auch anderen so. Deswegen sind eigentlich die Tiere einzeln, wenn man sie kauft, auch sehr, sehr teuer. Also von dem her kann man mit Sicherheit was damit anfangen. Ja? Ich kann auch mit Sicherheit irgendwie da ein paar Hausteile verwerten. Ja? Ich will hinten noch ein Dach bauen. Ja? Wenn man also da ein paar Teile hat, wo es schnell in die Höhe geht, warum nicht? Kann ich doch brauchen. Passt doch. Ja. Und deswegen habe ich mich für dieses Set entschieden und auch gleich dreimal. Ja. Aber ich werde es mal so aufbauen, wie es in der Anleitung vorhergesehen ist und werde euch das Ganze auch mal zeigen. Wir beginnen direkt mit der Box. Wie immer, ich zeige euch mal, was sich in der Box befindet. Inhalt offenbare sich. Ja, das ist es. Was seht ihr? Vier Tüten sehen wir. Vier Tüten, vier Anleitungen. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Da kann man es sehen. Und wie es halt immer so ist, ja, an diesem Billigset jetzt mal in Anführungszeichen, aber eigentlich sind 4 Plus-Sets billiger wie das Set hier. Da bekommt er keine Sticker dazu. Ne? Das ist schon fast ein Grundsatz bei der ganzen Geschichte. Und das finde ich mal ganz toll, dass man hier beprintete Teile hat, auch wenn es vermutlich nicht allzu viel sind. Aber ich kann euch jetzt auch schon mal Entwarnung geben, es ist kein Sticker zu finden. Ja, ich habe mir auch die Anleitung mal durchgeblättert. Was ist noch toll? Wir haben insgesamt vier Heftchen hier in der Anleitung, das heißt, das Ganze könnten sogar vier Leute zusammenbauen. Ja? Jeder schnappt sich ein Tütchen und gibt ihm. Wäre möglich. Ja, einer macht diesen äußerst hässlichen Traktor, der andere macht dieses komische Gebäude, der nächste baut das Dach von dem Gebäude. So wie hier den Gemüsegarten und die Waschanlage für Tiere. Ja? Ja, es ist überschaubar. Es sind 230 Teile, ich erwarte nicht allzu viel. Ich habe euch schon gesagt, worum es mir eigentlich geht. Aber ich möchte das Ganze jetzt einfach mal zusammenbauen und dann zeige ich euch dennoch mal noch, was sich in dem Set befindet. Weil ich habe es noch nie gebaut und vielleicht bin ich ja äußerst überrascht. Kann ja sein, ja, dass ich auf einmal sage, ui, sieht auf dem Bild ganz blöde aus. Ja? Aber in Wirklichkeit ist das richtig cool. Das gucken wir uns an. Ich mache mich an den Aufbau und melde mich gleich zurück mit dem Ergebnis. Bis gleich. Fertig mit dem Bau. Welch Herausforderung. Ja, Bauzeit. Mehr kriegt er von mir da nicht zu hören. Das war ja nicht nennenswert. Ja, ich soll nicht so viel Negatives erzählen. Was machen wir denn jetzt? Oh, super spannende Bautechniken. Hat Spaß gemacht ohne Ende. Also ich bin so schade, schade, dass ich schon fertig bin mit dem Bauen. Ah, das war unglaubliche Überraschungen. So, und jetzt nimmt er alles, was ich gesagt habe, das Gegenteil davon. Nee, es ist, was will man erwarten? Ja, also wie gesagt, die Teile konnte man auf der Packungsvorderseite schon abzählen. Und ja, schauen wir es uns im Detail an. Es ist nicht nennenswert. Beginnen wir mit das da. Ja, das ist, naja, keine Ahnung. Also das ist ein Traktor, ne? Ein Traktörchen. Ihr seht schon, sieht genauso schlimm aus wie auf der Verpackung befürchtet. Ja, hinten dran noch habt ihr so einen kleinen Anhänger. Ja. Der hat jetzt hier einfach nochmal so eine Möglichkeit für die Anhängerkupplung und da habt ihr eine Möglichkeit für eine Anhängerkupplung. Fragt mich nur, also einen zweiten Anhänger kann ich da ja nicht verbinden. Ne? Also mir haben hier zwei so Punkte. Ne? Das heißt, ich kann hier einen Traktor ranfahren. Ne? Und von der Seite könnte ich auch noch einen Traktor ranfahren. Dann machen sie ein Wettziehen. Keine Ahnung. Das ist irgendwie komisch. Ich nicht verstehe. Traktor genauso schlimm wie eigentlich befürchtet. Ich gehe hier einfach mal größtenteils auch darauf ein, welche Teile ich wieder verwenden kann oder gut verwenden kann. Ja? Also ihr seht auch schon hier hinten, guckt die Anhängerkupplung raus. Ich meine, was soll das? Das ist nichts. Was ich definitiv wieder brauchen kann, ist die Schaufel hier vorne. Ich glaube, damit kann man schon arbeiten. Wird auch Spaß machen dementsprechend. Ansonsten kann ich hier nichts gebrauchen. Also was kann ich hier zu dem Traktor denn nochmal erzählen? Ja, also ihr seht schon, das Ganze ist hier auf einer äußerst primitiven Grundplatte gebaut, ja, und die guckt hier oben über die Form sogar hinaus. Ja? Da seht ihr sie hier. Ja. Also, ich habe schon so viele Traktoren von Lego gebaut über die vergangenen Jahre, ja, und ich glaube, da waren sogar schon welche vorhanden mit weniger Teile wie der da.
Und selbst daraus hat man was Schöneres gemacht. Also der hier, nee. Was haben wir noch? Kleinen Korb, bisschen was drin, Karotte und Kürbis. Ist das ein Kürbis? Ja, ne? Kürbis oben grün. Glaube. Sollte vielleicht mal mehr Obst und Gemüse essen, dann wüsste ich das auch. Ich glaube, es ist ein Kürbis. So, Trinkstelle für Tiere. Schön. Da haben wir noch mal was Schönes. So ein kleines Gartenhäuschen. Ja, auch wieder mit Karotten und ich sage jetzt einfach mal Kürbis. Dürfte ein Kürbis sein. Ein Schmetterling obendrauf. Ja, das neunte Tierchen. Sowie diese genialen großen Scheiben. Die kann man doch wieder brauchen. Ich finde es gut. Also für mich passt das. Ja? Also Teileverwertung hier definitiv super. Was haben wir noch? Waschstation nenne ich das Ganze jetzt mal. Ja? Ihr habt hier so einen kleinen Schlauch mit Wasser. Ja, könnt ihr irgendwas in die Wanne setzen, absprühen. Passt auch. So, das hier sollte so eine Art, ich denke mal, so eine Art Waschanlage sein oder so. Ja, man kann dann diese Muku kommen, ja, und sich hier ran dann ein bisschen waschen. Ja? Oder hier, Opa. Ja, Opa juckt zum Kreuz. Oh, toll. Ja, das ist, naja. Ist okay. Ja, goldener Wasserhahn. Definitiv brauchbar. Ja? Das passt für mich. So, weg. Kriegen wir das Häuschen da noch drauf? Käse. Ich muss die Kamera verstellen. Ja, merkt schon, ich werde fauler. So. Uff, das war jetzt erträglich vom Geräusch. Wir beginnen mit oben. So eine kleine Kette hier dran. Ja, daran kann man drehen. Dann geht das Ganze hoch und runter. Nichts Aufregendes. Das hier soll so einen Strohballen imitieren. Ja, nichts Berauschendes. Alles okay. Kette kann ich definitiv wieder brauchen. Und hier, Print Nummer 1 von 1. Ja, ein Print ist dabei, aber das ist okay. Kann man wieder brauchen. Ich finde das in Ordnung. Hier unten habt ihr ein paar Türchen, die kann man öffnen. Ja, schnell wieder zu, sonst sehen wir die hässliche Grundplatte darunter. Ja, Käse sehen wir sowieso nochmal, weil ich drehe jetzt um. Egal. So, da ist sie. Also, das sind Grundplatten, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber selbst für die habe ich wieder eine Verwendung. Ja? Also, wenn ich hier irgendwo was stabilisieren will, in der Höhe, in Verbindung mit diesen, ja, das ist ein Stück hier, mit diesen breiten Trägern, ja, kann ich hier in die Höhe bauen. Ja, das Ganze habe ich ja dreimal, ihr erinnert euch, ja, das sind insgesamt sechs von diesen Dingern. Warum nicht? Kann man doch brauchen. Also, ich finde es okay. Hier oben, das Dach könnte hochklappen, ja, dann haben wir hier, keine Ahnung, ist das ein Zimmer? Ich glaube. Weil das hier sieht für mich aus dem Bett. Ja, irgendjemand schläft hier neben der Mistgabel. Denke ich mal. Keine Ahnung. Also, ja. Ich lebe jetzt nicht auf einem Bauernhof. Keine Ahnung, ob das da normal ist. Ich wollte für meinen Teil dort nicht schlafen neben einer Mistgabel. Aber mag ja sein. Ist ja okay. Auf der anderen Seite nichts Aufregendes. Ein Besen. Hier noch so ein kleines Fensterchen. Ja, mit so ein paar Türen vorne dran. Auch das kann man alles wiederverwerten. Finde ich gut. Ist okay. So, das Ganze könnt ihr auch abnehmen. Dann seht ihr hier schon ein paar Teils in Gelb, ja, mit den Pins, wie das Ganze verbunden ist. Also fast schon modular, unglaublich. Was haben wir hier noch? Mülltonne sowie ein paar Gartengeräte. Auch das in meinen Augen brauchbar, absolut. Und hier ein paar Kackhäufchen. Ist sogar noch eins in Reserve dabei. Das Kackhäufchen? Softeis, Schoko? Kann man für alles wiederverwenden. Ne? Kreativ müsst ihr hier sein. Aber ihr seht schon, nichts Besonderes. Ja. Schauen wir uns mal ein paar schönere Sachen an. Die Minifiguren, vier Stück an der Zahl und hochexklusiv, alle nur in diesem Set so zu bekommen. Oui. Ja, das ist nichts Besonderes. Ja. Also das ist, ja, ich finde relativ cool, dass der hier der Kollege einen Bart hat. Das ist doch schon eher selten. Alles in Ordnung. Die hier nennt oder schimpft sich, glaube ich, Peach. Steht zumindest auf der Verpackung. Alles gut, auch die Kollegin hier, sowie der kleine Racker. Alles gut soweit. Ihr seht jetzt hier auch nochmal auf der Rückseite ist das Ganze auch nochmal so als Latzhöschen bedruckt. Ja, das ist dann hier auch bei allen der Fall. Ja, Fall halt um. Ist bei allen der Fall. Aber ist okay. Also für Minifiguren, für mich so in der Form auf jeden Fall brauchbar. Aber jetzt freue ich mich, denn jetzt geht es mir eigentlich um den Hauptteil des Sets. Jo, das sind sie, die Kleinen. Also, es kann mir jeder erzählen, was er möchte, ja. Und wie gesagt, ich mache das schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren mit Lego. Und sind wir doch mal ehrlich, die sind cool. Also, ich finde sie cool.
Ja, für mich sieht das richtig gut aus. Ihr seht hier schon die kleinen Schweinchen. Ja, die passen auch auf der Platte. Das Ganze hält auch. Die haben dann so Füße. Übrigens, jedes Tier hat solche Füße, dass er das Ganze hier auch auf Noppenplatten verbauen könnt. Ich finde das toll. Ja, also wir haben jetzt hier drei kleine Schweinchen. Ja, Mamaschwein sowie zwei kleine Ferkelchen. Dann haben wir ein Kalb, eine Kuh, ein Eichhörnchen. Ein Babyschaf und Mama Mäh. Ja. Bei dem Schaf hier, also finde ich das jetzt auch cool, ihr könnt das Ganze oben auch abnehmen hier, ja, mit dem Fell. Und dann kann man dementsprechend entscheiden, wie man das Ganze hinstellen möchte. Und das finde ich schon cool. Also das finde ich schon echt cool. Ja. Da habt ihr dann so eine kleine Schere mit dabei. Und dann könnt ihr das Ganze auch so imitieren, als hättet ihr das Schaf geschnitten. Also ihr seht jetzt schon hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Ja. Denkt noch an den Schmetterling da auf diesem komischen Gemüsebeet. Sogar 9. Wer es möchte. Ja, wer es möchte. Aber ich finde diese Figuren wirklich cool. Ganz ehrlich. Also ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich auch, dass ich das Ganze sogar dreimal habe. Ja, also alles mal drei. Ich finde es gut. Ich kann sie definitiv brauen und für mich sehen sie auch genauso schön aus, wie sie auf der Verpackung eigentlich sind. Also sie sind wirklich gut gemacht und ich habe da absolut meine Freude dran. Das hier ist für mich wirklich super, was das angeht. Ja, und dann haben wir schon wieder genug gequatscht und gezeigt, denn wir sind schon wieder zum Schluss bei meinem Fazit und der Zusammenfassung. Ja, wie gesagt, von Bauspaß und so weiter können wir nicht reden. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ihr wollt das Ganze für jemanden kaufen, der noch mit dem Thema neu ist, mit dem Lego und 4 plus passt, weil derjenige 4, 5, 6, 7 Jahre alt ist. Ja, kann man machen. Aber ganz ehrlich, also für das Geld, für die UVP von 50 Euro, kriegt er andere schöne Sachen. Also auch von Lego, wo dementsprechend euch ein bisschen mehr geboten wird. Vom Spielspaß her ist es okay. Ihr habt eine kleine Scheune, ja, die kann man auf und zu machen, mit dem Trecker ein bisschen rumfahren. Ihr habt ein paar Figuren, ihr habt ein paar Tierchen, mit denen ihr spielen könnt. Alles gut, ja, das ist schon okay. Aber wie gesagt, meines Erachtens nach gibt es hier definitiv bessere Sets, wo hier einfach definitiv auch was wert sind, ja. Zu den Anleitungen möchte ich hier noch ergänzen. Wir erinnern uns, wir hatten vier insgesamt von denen, ja. Es ist ja schon immer eine Katastrophe gewesen, aber jetzt hier in dem Bereich zum Beispiel, ja, guckt euch das mal an auf einer Seite. Man nehme die beiden Teile in die Hand und baue sie zusammen. Nächste Seite. Man nehme diese beiden Teile in die Hand, ja. Übrigens, die linke Hand ist leer. Baue sie zusammen, ja. Ein paar Seiten weiter, man nehme die beiden Kürbisse in die Hand und setze sie dort ein. So geht das die ganze Zeit, ja. Also ich glaube, ich habe morgen eine Ohrenentzündung, weil ich hier Zug abbekommen habe, weil ich permanent nur am Umblättern war. Ja. Also es ist sowas Bescheuertes, echt. Entschuldigung. Ja, darf man nicht sagen, ich weiß. Ja, auf jeden Fall, ansonsten, was würde ich euch sonst noch so erwähnen zu dem Set? Ja, also im Großen und Ganzen. Worum geht es eigentlich? Ich habe mir das Set mal angeschaut. Es gibt ja auch gewisse Verkaufszahlen, wo man gucken kann, wie beliebt ist so ein Set und macht das was her oder lässt sich das gut verkaufen oder nicht. Ganz ehrlich, wenn die hier nicht wären, die da hier, die alle, meines Erachtens, kann ich mir nicht vorstellen, dass der eine oder andere das kauft. Ja. Dann wäre das Set einfach nur, man darf es nicht sagen, man darf es nicht sagen. Moment, ich muss mich zurückhalten, ich zeige es euch. Das wäre das Set hier. Ja? Ein bisschen verschwommen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, dann wäre es einfach nicht gut. Für das Geld schon zweimal nicht. Ja. Minifiguren passt, alles gut. Ne? Teile technisch kann ich fast alles verwerten. Ich betone jetzt einfach mal fast. Also, wenn ihr wirklich vorhabt, hier in dem Bereich hier irgendwas mit Tierchen zu machen, sie gefallen euch optisch. Ja? Und ihr seid jetzt nicht gerade jemand, der das Ganze zu UVP kauft. Ja, also ganz, übrigens, ich habe euch das Set mal unten noch verlinkt. Ja, da könnt ihr auch mal schauen. Dann seht ihr auch, dass das Ganze wirklich günstiger zu haben ist. Dann ist das okay. Es ist ja kein Exklusivset. Ja, dann ist das völlig in Ordnung und dann kann man damit auch leben, so in meinem Bereich. Von den Tierchen her, ich finde das in Ordnung. Also ich habe es nicht zu UVP gekauft. Ja, und die Tiere, die sind es mir einfach wert. Weil ich habe mir das auch angeschaut. Würde ich jetzt diese Tiere einzeln kaufen, zum Beispiel bei Bricklink oder so, komme ich unterm Strich teurer weg, ja? Wie das ganze Set kostet. Ja? Also sehe ich alles, was hier noch steht, als Bonus. Ja? Auch wenn es manchmal wehtut, das anzugucken. Also wenn ich jetzt an das Häuschen denke oder an den Traktor, das tut ja weh. Das wird zerlegt. Ja? Ich kann die Teile irgendwo wieder brauchen, definitiv. Aber alles Weitere ist für mich ein Bonus, was hier steht. Und so passt das für mich auch. Ja? Also so kann ich damit auch leben.
Deswegen, ich freue mich. Ich freue mich definitiv hier über diese Tierchen, die hier dabei sind. Und für mich passt das insgesamt so. Ja. Aber würde ich das jetzt so kaufen wollen und verschenken wollen, weil irgendjemand jetzt vielleicht Freude hat, dran das aufzubauen oder wie auch immer, ja, und ich habe jetzt tatsächlich noch 40, 50 € für das Set ausgegeben. Ach, nee, da gibt es Besseres, ja, in meinen Augen. Da gibt es viel Besseres auf dem Markt. Und da muss das auch nicht sein, ja. Und ich kann mir das nur so erklären, dass sich dieses Set wirklich, wirklich gut verkauft hat, allein wegen den Tieren. Es können nur die Tiere sein. Also wenn man jetzt hier irgendwelche Brickbuild-Tiere reingemacht hätte oder irgendwas, was nicht so hübsch ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, warum sich jemand das Set kauft. Ja? Also das kann nicht sein, ja, in meinen Augen. Naja, ich will nicht zu viel quatschen. Mir hat es mal wieder viel, viel Spaß gemacht, auch wenn das diesmal wirklich nur ein kleines Set ist. Ja, und ich freue mich jetzt schon mal, dass ich so meine ersten Tierchen habe, die in die Stadt einziehen können. Ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall auch mal wieder Spaß gemacht, das Ganze mit anzuschauen und zu verfolgen. Und ja, denkt an ein Abo, denkt an einen Daumen hoch, denkt vielleicht auch an einen Kommentar. Würd mich sehr, sehr, sehr freuen. Ja. Und freue mich auf jeden Fall schon fürs Wochenende, da hatte ich ja schon erwähnt. Da habe ich wieder was ganz Besonderes besorgt und da habe ich schon voll Bock drauf, das zu bauen, wirklich. Aber auch das habe ich wieder unterschätzt, als ich die Teile gesehen habe. Da habe ich gedacht, ui, ui, ui. Nein, das machst du heute Abend nicht, das machst du lieber am Wochenende. Ja, und da freue ich mich jetzt schon drauf und natürlich werde ich euch das auch wieder zeigen. Lasst euch überraschen. Geht auf jeden Fall im Bereich City wieder weiter und geht im Bereich Umzüge. Ja. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag, Schrägstrich Abend, wie auch immer. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Bricknick, Dankeschön.